und Justin Arrow, die Abrechnung mit Cymex. Ich hoffe, hier werden Menschen auseinandergenommen. Die kurze Eigenwerbung. Ich bin jetzt live auf Twitch. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Ist er nicht, Leute. Wenn ihr dann mein Gesicht ertragen müsst. Jetzt wird's wild. Oder man Follow da lasst. Kommt ja im Moment ganz gerne vor, dass bei dem einen oder anderen YouTuber Bowling gespielt wird. Falls es bei mir dazu kommen sollte, kann ich euch dort auf dem Laufenden halten. Also kommt ran, macht mich stolz. Na? Macht mich stolz, Alter. Alter, macht mich stolz. Will der mich verarschen? Als wären's du seine Kinder. Jetzt muss ich hier wieder... Ja, ich trinke was. Kleine Pause ist vorbei, ich bin wieder da. Vielen Dank für die, die meinen Community-Post gesehen haben. Mir geht's wieder etwas besser, nachdem ich die ADS abgesetzt habe. Ging halt wirklich nicht so viermal am Tag. Ist dann doch zu viel des Guten. Ich hoffe, der Algorithmus mag mich noch, trotz zwei Wochen nicht da sein. Also, liked oder disliked mal das Video. Das mag der, glaube ich. Hey, das kann ich anscheinend auch nicht mehr. Ihr habt euch ziemlich oft gewünscht, dass ich nochmal über Cymex spreche. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich möchte in dem Video aber ein wenig kategorisch vorgehen. Zuerst wollen wir uns seine YouTube-Vergangenheit anschauen, die meiner Meinung nach viel zu wenig thematisiert wurde für das, was er damals getan hat. Dann seine Gegenwart und schlussendlich das, was nach seinem großen Statement passiert ist, plus meine Prediction, was noch passieren wird. Nur damit ich dann halt... Junge, jetzt nimmt den einfach auseinander. Unehrenmann. Was für Unehrenmann? Er hat gerade gesagt, like oder dislike das Video für die Interaktion. Er hat doch gerade gesagt, like oder dislike, oder? halt davon reden kann, dass wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besprochen haben. Ja, großartig. Akt 1, Cymex Vergangenheit. Alter, wie professionell er das macht. Cymex treibt mittlerweile seit fast 5 Jahren sein Unwesen auf dieser Plattform. Anfangs kamen noch FIFA-Videos und die waren halt, ja, ziemlich langweilig. Aber ich will mich ja auch nicht unbedingt über die Videoqualität seiner ersten Videos echauffieren. Trotzdem muss ich da so ein wenig schmunzeln, denn auch damals war der Gute schon ein Mann leerer Versprechungen. Als ihr auf jeden Fall von Browns rübergekommen seid, Leute, ich mache tägliche Uploads. Ich mache mir die Mühe so krass. I carry you, ich will unbedingt auf YouTube durchstarten. Ich will unbedingt die 3K dieses Jahr. Dreimal dürft ihr raten, bei wem keine Daily Uploads kamen. Dafür aber eine epische Keyword. Ich weiß noch nicht mal, wer, was ist das für ein Typi? Auf meinem Kanal Cymex. Das war... Nee, warte ganz kurz. Alter, das ist Cymex! What the fuck, Alter? Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Typ? Das ist Cymex, Leute. Unbedingt die... Das ist Cymex einfach. LOL. Ey, wirklich, ich hätte jetzt beim besten Willen, ich hätte nicht gedacht, dass es Cymex ist. Mich hat es gerade komplett aus dem Rennen genommen hier. 3K dieses Jahr. Dreimal dürft ihr raten, bei wem keine Daily Uploads kamen. Dafür also 91 Zuschauer, geisteskrank hier. Word of Text in der Beschreibung, kennen wir ja. Da fallen dann so lustige Sätze wie außerdem Pack-Openings mit Tots, mit Facecam, Rage und Ausraster zum Buchstaben. Außerdem auf FIFA. Ey, das hat er wirklich schon immer gemacht, oder? Wie 2016. Da hat er das schon gemacht. Der Typ ist ja schon lange im Game, was das angeht. Nur damals hat man das noch gar nicht weiter kritisiert, ne? Also 2017, 2018 haben wir das gar nicht krass kritisiert. Weiß ich gar nicht, ob wir 2018 das kritisiert haben, aber 2017 waren wir, glaube ich, auch nicht so krass. 16 Bagger-Match, Pinkslips gegen andere YouTuber und FIFA 16 Toni, Squad, wenn das geht, Non-Rare-OP-Hybrid-Team für 100k-5 Mio-Coins und FIFA 16 Tipps, Tricks, Hacks, Tutorials, um in FIFA besser zu werden. Ich kann nicht glauben, dass ich das in einem Satz hinbekommen habe. TikTok. Es folgt noch ein weiteres FIFA-Video bis zum ersten Prank. Und der war an seinem kleinen Bruder. Ein 3-minütiges Video und ungefähr ein Drittel davon scheitert Cymex daran, eine Ketchup-Packung auf dem McDonald's-Klo aufzumachen. Qualität, ne? Großgeschrieben. Sein Bruder trinkt dann aus dem Becher, mit dem Cymex vorher auf dem Klo war. Und das war's. 500 Likes bitte für den nächsten Prank, das war ja so super. Hat sogar 5000 bekommen, was bei plötzlich 200.000 Aufrufen auch kein Wunder ist. Da durfte der nächste Prank natürlich nicht warten. Dieses Mal ist es aber andersrum. Cymex pennt und sein Bro kippt ihm Belou auf die Hand, damit er sich die hinterher ins Gesicht haut. Also erstmal Comedy Gold. Dass er die Dose da direkt neben sein Ohr betätigt und dabei gackert wie ein Hahn um 7 Uhr morgens, scheint Cymex wohl nicht zu stören. Das könnte... Ist das liegt wahrscheinlich daran, dass Cymex Geist jetzt nicht ganz auf der Höhe ist. Das ist eine ganz normale Sache. So ist er halt. So ist er. Oh Mann, Alter. Wirklich, aber das ist so schlecht. Keine Ahnung, so Cymex... Hat's halt doch einfach nicht drauf. So, da gibt sie vielleicht Mühe, aber da kriegt's halt einfach nicht hin, was Ordentliches zu produzieren, weil das einfach nicht kann. Ist laut. Kriegt er nicht mit. Der pennt seelenruhig weiter. Ah, zwischendurch muss er selber lachen, glaube ich. Erkennt man so ein bisschen dran, dass der Körper zuckt, bevor er den Kopf hebt. Aber ein Shame, wer denkt, dass er seit Anfang an faked. Nach ein paar weiteren Videos war dann auch erstmal Funkstille, bis Fortnite-Hype. Als erstes kam zum Beispiel ein Tutorial, wie man jedes Shotgun-Duell gewinnt. Cymex gab uns da spannende Tipps, wie zum Beispiel, dass man auf den Kopf aimen soll.
Zitat, hittet ihr einen Headshot, dann died der Gegner instant. Entschuldigung. Was kommt dann als... Diese Anglizismen in solchen Sätzen, die regen mich richtig auf. Das ist so lost. So. Die Tutorials, die sind immer so lost, aber ich feiere das auch teilweise. Weil es immer so, ey, wirklich, manchmal denke ich mir so, es ist Ironie. Aber es ist halt keine Ironie, aber ich feiere das brutal. Nächstes, ein Tipp, dass man ausweichen soll. Man muss einfach gekonnt den Schüssen von dem Gegner ausweichen und... Oh, oder Tipp 3. Ihr müsst schneller sein als der Gegner. Also ich dachte ja, der langsamer ist und als erstes eine Ladung Schrot in... Ne? Halt so ein... Okay, weiß eh jeder, der noch nie Fortnite gespielt hat, Video. Na gut, passt halt zum Rest. Ist alles so ein wenig halbgar und oder peinlich. Aber die richtig verwerflichen Sachen aus seiner Vergangenheit kommen ja erst noch. Aber erstmal möchte ich noch kurz ansprechen, wie viel Mühe er sich seit Anfang an gegeben hat. So viel Mühe, dass er jedes Thumbnail doch gleich 3 bis 5 Mal benutzt hat. Nee, aber da muss... Nee, das muss ich jetzt mal hier bei der Geschichte eigentlich ein bisschen kritisieren. Von Just Nero. Ey, das sind YouTube-Livestreams. Guck das mal an. 3,5 Stunden. 2,5 Stunden fast. Das sind ja YouTube-Livestreams. Das sind die Thumbnails. Also ich hätte auch keinen Bock, jedes Mal mein Thumbnail umzugestalten. Mache ich auch ab und zu. Aber ich habe ja auch ein Thumbnail, was ich da öfter benutze. Sehe ich jetzt nichts Verwerfliches drin, solange das auch richtig stattfindet. Also wenn er jetzt die Abo-Zocken drinstehen hat, dann gehe ich davon aus, dass da auch Abo-Zocken halt stattfindet. Sehe ich aber jetzt nicht als verwerflich an der Zeit. Später hat er dann anscheinend gar keinen Bock mehr gehabt und hat eins einfach 13 Mal und noch ein anderes, kein Witz, 40 Mal verwendet. Ein und dasselbe Thumbnail 40 Mal. Sind der heißt halt YouTube-Livestreams. Sagt er, weil er das selber macht. Easy. Hör auf, mach mich jetzt hier nicht schlecht. Nein, ich sag das einfach, weil ich... Aber kennt ihr auch Leute, die jetzt wirklich die Livestream-Bilder immer anders umstellen? Also ich meine, das ist ein Livestream. Es geht ja darum, was da live geschieht und nicht, was da außen rum ist. Das muss er jetzt nicht krass catchen. Es sollte halt einfach nur halbwegs ansprechend sein. Nur halbwegs. Weiß ich nicht. Also ich mache mir da jetzt auch nicht unbedingt die Arbeit, was das angeht. Dope. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Hat alle Streams gewesen, aber so ein bisschen Mühe, falls die Zuschauer das rewatchen sollen oder so, hätte man sich ja schon geben können, sonst könnten die durcheinander kommen. Ach, aber Zuschauer ist ja eh egal. Jetzt kommen wir aber zu Z-Max damaligen Downlight. Aha, war nicht witzig. Ich beziehe mich hier auf den guten Itz-Asi-TV, Grüße gehen raus und Quelle ist in der Beschreibung. Der lustige Junge mit der Pudelfrisur hat irgendwann mal ein Fortnite-Turnier für 500 Euro veranstaltet. Oh ja. Oder eher veranstaltet. Ne? Das Geld wurde nämlich nie ausgezahlt. Wenig später hat er dann noch ein weiteres 1.000-Euro-Turnier gemacht. Natürlich wurde... Ist das... Er hat halt einfach einen 100-Euro-Schein genommen und noch eine Null überall rangefügt. Da muss ich halt einfach sagen, das sieht halt auch qualitativ so krass aus. Finde ich übel wild. Oder auch das nicht aufgelöst. Und dann hat er noch Spenden gesammelt für weitere Gewinnspiele und so weiter. Ne? Das Geld wurde natürlich einbehalten. Zumindest, wenn das, was Asi sagt, stimmt. Warte mal. Z-Max hat das selber so bestätigt? Hören wir mal rein. Ah, Selim, ja, so, weil ich die letzten Lieder mache, und es tut mir auch leid, so, was soll ich denn sonst noch sagen? Ich sag euch ehrlich, Leute, das war schon, seitdem ich ein kleines Kind war, bei 1000 so YouTube zu machen. Ich hab 4 KSI, Wattischer, alle geschaut, FIFA-Matches, hab dann mit FIFA angefangen, hatte 11.000 Abos, Crowns hat mich gepusht, ist das, hab dann 2 Jahre kein YouTube gemacht, dann hatte ich so mäßig in diesem Sommer die Chance meines Lebens, aber 130.000 Abos dazu gemacht, dann bin ich so größenwahnsinnig geworden. Dann dachte ich mir so, okay, du musst jetzt was Fettes bringen, dass mehr Leute auf deinen Kanal kommen, dass dieser Hype nicht weggeht. Bring so 500 Euro Turnier, okay, gut, ich mach 1000 Euro Turnier, ich muss nachlegen, warum sagt 1000 Euro Turnier, und ich hab mäßig gefällt, sowas, so. Oh, also war die Sache mit dem Virus gar nicht sein erstes Upsi? Ja, sowas aber auch. Das Ding ist, das wusste halt vorher keiner. Ihr müsst mal überlegen, viele haben ja gesagt, jo, gib ihm halt eine zweite Chance. So Unge und Standardskill zum Beispiel. Kann man ja auch machen, eine zweite Chance geben. Aber ob die wussten, dass das eigentlich seine vierte Chance wäre? Also es ist ja schon, also keine Ahnung, das wurde da, war schon damals ein größeres Thema. So, und dann nach diesem Corona-Ding, was damals passiert ist, mir war das klar, dass er nichts weiter ändern wird, weil ich kenne es nun mal nicht anders von Z-Max. Ne, deswegen, für mich ist Z-Max einfach, was YouTube angeht, ein absoluter Abschaum und ich verstehe es nicht. Obwohl man weiß, dass er halt so Kacke macht, wirklich, verstehe ich nicht, wie der immer noch so viel Reichweite haben kann. Also, sorry, aber guckt euch das doch mal an. Hier, wir gehen mal Z-Max ein. 600.000 Abonnenten einfach. 600.000 fast. Ey, das ist so geisteskrank viel. Hier vor 12 Stunden 110.000 Aufrufe, hier 190.000, 160.000, 200.000. Das ist so unglaublich viel, das macht mich eigentlich schon ein bisschen traurig, muss ich wirklich mal jetzt mal so sagen. Alter, es gibt halt Menschen, die halt wirklich gute Sachen machen und dann gibt's einfach Z-Max.
der halt einfach nur übelste Scheiße labert und irgendwas verspricht, was eh nie einhält. Was mich aggressiv macht teilweise. Glaube ja nicht. Muss man halt selber wissen, was man schlimmer findet. Das Fake-Ding oder seine Community komplett lang zu machen. Also ich finde gerade Fakes, wenn es um Geld geht, schon ziemlich schwierig, ne? Sollte man nicht unbedingt machen. Das war so ungefähr der Zeitpunkt seines ersten Hypes im Mai 2019. Den hat er mit diesem Video bekommen. Ein Renegade Raider mobbt mich als No-Skin. Danach. Ey, guckt euch mal bitte die Aufrufe an. 1,6 Millionen Views. 1,6 Millionen Views. Das ist einfach, weißt du, da krieg ich halt Herpes einfach. Da krieg ich so, wie es jetzt hier ist, Herpes. Quiz um 500 Euro, in Klammern zu 100% Fake und wird nicht aufgelöst. Was passierte? Antwort A, das passierte. Antwort B, was passierte. Antwort C, nichts passierte. Antwort D, echt passiert ist ein schlechter YouTube-Kanal. Ja, richtig, löse es nicht auf. Nachdem man den Hype dann generiert hat, wurden halt die Turniere veranstaltet. Einen Monat später hat er dann 100.000 Subs mehr. Also das würde ich auf jeden Fall mal einen gerechtfertigten Hype nennen. Ihr glaubt nicht, was dann passierte. Warte mal ganz kurz. 102.000 Abonnenten. In einem Monat. Dann passierte. Von den nächsten 20 Videos steht in so ungefähr 10 bis 15, das passierte im Titel. Obwohl natürlich nichts passierte, ey, was Daub, ich einen sage dir, das Bruder. Passierte Titel rechtfertigen würde. Das Einzige, was dann passierte, ist, dass sich jemand ein Jahr später darüber lustig macht. Passiert. Ging halt so eine Weile recht unspektakulär weiter, ohne dass das passierte, was dann passierte. Ja, Laxi. Nö. Ihr habt es ja sowieso alle mitbekommen, dass er mit seinem bestimmten Fake da doch etwas über die Stränge geschlagen ist. Viele wussten das mit den vorherigen Fakes ja nicht, deswegen haben auch einige von der zweiten Chance geblubbert. Er selber hat seine Vergangenheit anscheinend aber auch vergessen. Eine Community und bei jedem einzelnen Menschen, der sich dieses Video überhaupt anschauen musste. Ihr müsst euch vorstellen... Gab es wegen den Turnieren auch eine Entschuldigung? Wahrscheinlich eher nicht. Könnte das daran liegen, dass niemand öffentlich darauf aufmerksam gemacht hat? Was der Bauer nicht weiß... Hä, aber das soll... War das... Wurde das nicht... Also wir reden doch jetzt gerade eben von dem Fortnite-Turnier damals, was jetzt ACTV damals kritisiert hat. Was ich damals kritisiert habe, was... Ja... Was so generell einfach scheiße war zu der Zeit. Das wurde doch schon irgendwo öffentlich gemacht, aber damals hatten wir beide, also SassiTV und auch ich, wir hatten jetzt nicht die übergroße Reichweite. Deswegen checke ich das hier gerade nicht zu 1000% easy. Die nicht heiß, wa? Das selber mal aufzugreifen, hätte echt von Charakter gezeugt. Falls er sich doch entschuldigt haben sollte, wäre das an der Stelle jetzt echt unangenehm, ne? Aber das gesamte restliche Statement war halt absoluter Trash, das haben wir auch schon mal besprochen. Können wir deswegen einfach mal skippen. Das wollte ich auch nochmal klarstellen. Ey, bitte beleidigt mich, okay? Ich hab's verdient, beleidigt zu werden, aber geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf Mutter. Dein Leben, du kleiner Hundesohn. Dein Vater ist ein Heuchler, du dreckiger kleiner Bastard, Alter. Nach seiner Entschuldigung, in der er das Wort Entschuldigung vergessen hat, kam ja seine große Verbesserung. Herr Patrick, moin. Da wollen wir doch mal gleich reinhorchen. Neben seiner Motivations-Ich-mache-jetzt-alles-besser-Rede hat er seinen Willen der Verbesserung durch einen heftigen Schnitt angekündigt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Digga, fang doch einfach mal an, guten, gescheiten Content zu bringen. Egal, ob die Videos 100 oder 200.000 Klicks weniger haben. Verstanden, meine Videos werden jetzt besser. Sie ja, musst ja. Du nicht selber lachen? Wollt ihr wissen, wie lange das gehalten? Das war nur das Video. Danach hat er immer mal noch das ein oder andere Video gebracht, was ein bisschen besser geschnitten wurde. Aber ich glaube, generell waren es nur zwei Videos. Eins danach und dann noch eins, glaube ich. Richtig, nicht ein einziges Video. Im nächsten hat er nämlich ohne großartig irgendwann... Nein, also nee, doch schon im nächsten hat er ein bisschen mehr Aufwand reingesteckt als sonst. Aber trotzdem viel, viel weniger als das, was er so ein bisschen versprochen hat, ne? Dann mal irgendwie was zu schneiden, vor sich hin reagiert. Man könnte fast sagen, dass es sogar noch schlimmer geworden ist. Wobei, einmal hat er sogar was reingeschnitten. Bei 30.000 Likes kommen wieder Daily Videos. Es ist großartig, Simex, es ist so großartig. Bis heute nichts von einer Qualitätssteigerung zu sehen. Nicht in einem Video. Hören wir mal rein. Ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich lösche meinen Kanal, gebe auf und lasse euch meine... Aber die Frage ist halt, warum hat er sich nicht gelöscht? Das wäre nur das Beste. Community im Stich. Oder ich werde verdammt nochmal endlich meiner Vorbildsfunktion gerecht und statt mit Fake-Videos meiner Persönlichkeit... Ivo, alles klar, Bruder. Das ist ja mal eine Ansage. Vielleicht faked er jetzt wirklich nicht mehr. Dieser Akt dreht sich um die Zukunft nach seiner großen Rede.
Zum Schluss predikte ich natürlich trotzdem nochmal, was so passieren wird. Wir haben ja gehört, dass er jetzt aufgewacht ist und mit Persönlichkeit punkten will. Ja, großartige Persönlichkeit, guckt mal hier. Ich bedanke mich an der Stelle bei Mighty, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Sein Video findet ihr in der Beschreibung. Ziehen wir uns mal das hier rein. Ich streamsnipe Türke, bis er komplett ausrastet und den Stream beendet. Fortnite Deutsch. Das Video ist zusammen mit dem YouTuber Memo entstanden. Er macht ebenfalls Fortnite-Content. Zmax will besagten Memo streamsnipen. Ich glaube, das haben wir sogar in meinem Video, habe ich das damals auch aufgezeigt, dass der da übelste Scheiße labert und das Ganze ja schon abgesprochen ist. Weil ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das gerade der Memo war. Zumindest gab es da einen YouTuber, den er angeblich gestreamsniped hat, und der YouTuber hatte ja schon die Telefonnummer von Zmax. Ja, weil der hat dann gesagt, oh, ich rufe jetzt Zmax an. Wo ich jetzt denke, what the fuck, Alter, was ist das für ein Typ? Also ich meine, noch offensichtlicher kannst du jemanden nicht streamsnipen. Also ist ja klar, dass die connected sind, wenn die sogar die Telefonnummern voneinander haben, ne? Ist halt mega lost. Wirklich, ist mega lost. Hm? Ist ja so ein Ding, was mal gerne gemacht wird. Rorted, ich wünsche dir was, Bruder. Schön, dass du da warst. Machen, ist ja gar kein Problem. Schwierig wäre es nur, wenn das jetzt ein Fake wäre. Was zuallererst auffällt, ist das unfassbar schlechte Acting von Memo. Ich meine, er schauspielert so schlecht, dass ihm nicht mal auffällt, dass er eine Sprachnachricht in der Kontaktauswahl macht. Bitte. Ich mach Sprachnotiz, Digga, warte kurz. Bro, Ramazan, Digga, ey. Man sieht halt, der ist bei den Nee, warte mal ganz kurz. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wie das bei mir aussieht, bei WhatsApp. Der ist noch nicht mal auf dem Aufnahmeknopf. Guckt euch das an, ist nicht mal auf dem Aufnahmeknopf. Wilder Typ. Ja, ey, bann mal diesen Zmax von Dings Fortnite. Bann ihn mal bitte weg. Warum überhaupt Schauspielern? Dann wäre das ja wahrscheinlich doch Fake. Ich meine, das Video kann ja gar kein Fake sein. Zmax hat doch gesagt, dass er sowas nicht mehr macht. Ne? Was sagt er denn dazu? Aber irgendwas, dass er jemanden von Epic Games anruft, beziehungsweise eine Sprachnachricht schreibt. Ah ja, die Sprachnachricht schreiben. Wer kennt's nicht? Vielleicht, weil er das vorher machen sollte, weil es abgesprochen war? Zmax zeigt uns im Verlauf des Videos, wie Memo ja, wenn ich ärge. Komplett ausrastet, in seine Cam brüllt, im Chat redet an jeden, der jetzt hier neu dabei ist. Adi oder Hakan heißen. Weil Klischee natürlich, und Klischee macht das Ganze ja glaubwürdiger. Natürlich blubbert er auf Türkisch, aber in Zmax Kommentaren steht halt, dass das, was er dort von sich gibt, gar kein Türkisch ist. Kann ich nicht verifizieren, ich nix verstehen. Das Problem ist, diesen angeblichen Stream hat es nie gegeben. Der existiert nicht. Memo hat ja einen Discord-Server. Auf diesem Discord-Server gibt es einen Bot, der seit er Videos und Streams macht, alles postet. Er hat noch nie etwas gelöscht. Also ihr findet alles. Außerdem einen Stream mit Zmax. Wie denn auch, wenn er nie stattgefunden hat? Was zusätzlich noch auffällt, schaut euch mal ein Video von Memo an und dann das von Zmax. Er verhält sich einfach um 180 Grad anders. Zählen wir jetzt mal 1+1 zusammen. Alle Streams außer den einen findet man noch. Und nur in dem einen Stream verhält er sich ziemlich komisch und anders als sonst. Aber auch von Zmax war das ganze Spektakel jetzt wirklich keine Glanzleistung. Also gebt euch mal das hier. Er sagt zum Beispiel um Minute 7 rum folgendes. Yo, Memo, der rastet gerade voll aus. Während er weiter in die Cam guckt und gar nicht wissen kann, dass Memo gerade ausrastet in dem Moment, kann er zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Außer er hat in die Zukunft geschaut. Wenn er also in die Zukunft... Er schaut, aber das Ding ist halt, was viele nicht wissen und wo ich auch nochmal Just Nero jetzt hier kritisieren muss, was ich ein bisschen kacke finde. Zmax ist eigentlich bekannt dafür, dass er halt in die Zukunft schauen kann und sowas einfach weiß. Der ist halt krass, was das angeht, und deswegen, ja, wollte ich bloß sagen, Zmax ist einer, der schafft es einfach, in die Zukunft zu schauen. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum Just Nero ihn jetzt hier runter machen möchte. Das finde ich nicht toll. Zukunft sehen kann, hat er dann zu seinem Statement schon gewusst, dass er genauso weitermacht wie vorher? Und falls ihr euch denkt, das ist eh nur heiße Luft, der wird sich kein Stück bessern. Ach ja, übrigens hat Memo selber noch gesagt, dass er bei Zmax Videos zwischendurch mitmacht. Ja, schwierig. Sollte man vielleicht nicht sagen, wenn man vorgibt, dass die Videos spontan entstanden sind. Ups, es gibt aber auch noch ein paar andere Videos, die ebenfalls Fakes von ihm aufdecken. Hat ja super geklappt, mit deiner Persönlichkeit zu punkten, lieber Zmax. Toll gemacht. Also ob das nicht schon peinlich genug wäre, bringt er aber auch nur solche Dinger. Vor geraumer Zeit habe ich ja mal ein Video über Doggo gemacht. Der hat vor ungefähr einem Jahr dieses Video hochgeladen. 7 Dinge an... Ich habe übrigens das Video zu Doggo einen Tag vorher rausgebracht. Nee, warte mal. Haben wir das nicht sogar am gleichen Tag hochgeladen? Das Video zu Doggo? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall habe ich ein Video zu Doggo hochgeladen. Dann hat Just Nero gesagt, Scheiße, Mann, ich mache gerade auch ein Video zu Doggo. Das kann doch jetzt nicht sein. Wieder wurde mir nachgemacht. Eieiei, irgendwie ist das schon schwierig, ne? Das ist schon schwierig. Die sich nur Fortnite-OGs erinnern. Vor 4 Wochen hat Zmax dann das hier hochgeladen. Ist halt eine Reaction...
Aber komm schon. Ist dir das nicht selber unangenehm? Jetzt stellen wir uns mal die Frage, wie wird die Zukunft von ihm aussehen? Höchstwahrscheinlich einfach genauso wie jetzt. Er wird meiner Einschätzung nach nichts ändern, er wird immer weiter faken, krasse Moralreden schwingen, die im Endeffekt nicht eingehalten werden und so weiter. Wir haben ja schon gesehen, was passierte, wenn er mal einen auf den Deckel bekommt. Nicht mal ein Video lang umsetzen, was man verspricht, und danach ist eh wieder alles egal. Die Leute werden es ja schon vergessen, ne? Ich versteh's nicht. Er macht wieder und wieder denselben Mist, verspricht dann die gleichen Dinge und dass er daraus gelernt hat. Natürlich hat er das nicht. Und er gibt sich nicht mal die Mühe, so zu tun, als wäre das so. Das Ding ist, dass er damit auch noch so durchkommt. Sein Ruf bei den meisten YouTubern ist zwar ramponiert, aber die 17 Millionen Klicks und 22.000 Subs im Monat schmecken natürlich trotzdem. Ey, guckt euch das mal an. Nur mal so, es kann bei 17 Millionen Klicks, kann's, ja gut, müsste eine 4er CPM sein, bis zu 63.000 Euro bekommt er da. Laut Social Blade, das ist sowieso immer unrealistisch, was die schätzen. Aber bei einem Ungarn unterschätzen die sich zum Beispiel, ne? Der hat ja noch einen krasseren CPM als das, was die überhaupt ausrechnen könnten. Ja, aber das ist so geisteskrank viel, ne? Guck mal, Minimum. Also wenn es bei dem jetzt richtig scheiße läuft, das Minimum sind hier 4.000 Euro. 4.000 Euro sind halt sau viel Geld. Das verdiene ich bei Weitem nicht. Also bei Weitem verdiene ich keine 4.000 Euro. Das ist so, ey, so gestört. Im Monat. So gestört. Ey, wirklich, ich mache 273 Euro in den letzten 28 Tagen. Und Cymex macht einfach Minimum 4.000 Euro. Warte, wir gucken mal bei mir, wie es da ausschaut. Was ich Minimum mache? 53 Euro. Bis 853 Euro. Das sind meine Statistiken, wie es hier so laufen könnte bei 230.000 Klicks. Was macht er einfach? 17 Millionen Aufrufe, 4.000 ist Minimum. Das ist so unglaublich viel. Und man hat nicht das Minimum. Man hat trotzdem immer ein bisschen mehr. Vor allem er macht seinen Gaming-Content. Und er macht lange Videos, viele 10-Minuten-Videos mit mehreren Werbungen. Bei ihm läuft krass, sage ich euch. Natürlich trotzdem. Schaut jetzt auf Twitch vorbei, Link ist oben in der Beschreibung. Wir. Taschengeld, Leute. Ja, Max Selim, du musst mal so sehen. Das hier ist mein Nebengewerbe und ich bin auch von dem Geld angewiesen, sage ich mal. Also mittlerweile muss ich sagen, ich bin von dem Geld angewiesen und das ist natürlich schon harter Tobak, wenn man weiß, mit dem Geld könntest du mich nicht finanzieren.